Herzlich willkommen aus dem Ferler Rathaus. Hier gibt es heute Abend was ganz Besonderes, was Neues. Die erste Ferler Sportler-Ehrung steht an. Wir ehren die Besten des Jahres 2015, 2016, also die besten Sportler, die Ferl zu bieten hat. Hier sind schon die Medaillen Gold, Silber, Bronze. Die werden die Athleten hier nachher abräumen. Es lohnt sich einzuschalten, denn es geht nicht nur um klassische Sportarten wie Schwimmen, Radfahren, Laufen, Fußball, sondern wir haben exotische Dinge dabei, Schlittenhunderennen und Bogenschießen. Also bleiben Sie dran, schalten Sie ein, vor allen Dingen bleiben Sie sportlich. Ich freue mich einfach auf eine nette Veranstaltung. Wird bestimmt schön. Ich finde es sehr gut, dass zum ersten Mal jetzt das möglich ist, dass hier die Sportler geehrt werden. Ich glaube, alle haben sich wahrscheinlich wirklich sehr verdient. Ja, ich finde es gut, dass die Sportler geehrt werden und dass das auch ein bisschen mehr jetzt in den Fokus rückt. Und ja, freut mich, wenn das jetzt gut läuft. Ich fand das toll für das erste Mal, oder ich konnte mir ja gar nichts drunter vorstellen, weil ich da auch noch nie was von gehört habe. Ich weiß nur, dass unser Bürgermeister sehr sportinteressiert ist. Ich würde sagen, ganz lockere, entspannte Atmosphäre, und ich würde an dieser Stelle wirklich sagen, großes Lob, ein ganz, ganz toller, gelungener Abend. Ja, war eine super Veranstaltung. Ich finde das gut, dass die Sportler auch mal geehrt werden, dass auch mal Randsportarten betrachtet werden, und insgesamt hat es guten Eindruck hinterlassen. Das mit dem Schlittenhund fand ich sehr gut. Oder auch der Boxer, das sind so Sportarten, die man nicht so mitkriegt. Die eigentlich da sind, aber man weiß gar nicht, dass es diese Vereine doch hier in Ferl gibt und diese Aktivitäten. Also ich fand ich gut. Ja, das war's auch schon. Das war die erste Ferler Sportler-Ehrung. Der Saal ist leer, wie wir hier sehen können. Die Gäste und die zu Ehrenden sind am Buffet, hauen sich den Sportburger in den Bauch und plündern die Getränketheke. Wir bauen jetzt hier noch ein bisschen ab. Ich glaube, war eine ganz nette Geschichte, und wir hoffen, ihr habt alle reingeschaut. Sie haben alle reingeschaut.
wir sehen uns wieder. Wann genau, das können wir noch nicht sagen. Aber was wir sagen können und was wir Ihnen mit auf den Weg geben können, ist, bleiben Sie unbedingt sportlich. Nicht vergessen. Tschüss.